Also da freuen wir uns natürlich, dass Leon da so ein spendabler Mensch ist, der da auch mal wirklich ganz tief in die Tasche greift, nachdem er sich seine Kooperationen da immer wieder reinschmuggelt in die Videos. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich melde mich zurück aus dem Wochenende nach einem sehr erfolgreichen Job. Wie ihr wisst, ist der am Freitag. Aha, hier haben wir noch der Alexa spinnt. Würde ich genauso tragen. Meine Kollektion von M&M Liberty and Justice zur Verfügung gewesen. Wir haben über die Hälfte verkauft, das heißt zum offiziellen Drop heißt es dann auf jeden Fall schnell sein. Ich werde euch nach und nach natürlich im Laufenden halten. Es wird vermutlich jetzt so 6 bis 8 Wochen dauern. Ja, ich weiß, eine sehr gute Zeitangabe. Bis zum offiziellen Drop, also seid auf alle Fälle gespannt. Alle sollen halt das angucken und alle sollen das halt einfach angucken. Eigentlich würde ich mich ja jetzt zurückmelden an diesem wunderbaren Mittwoch mit einem Unboxing-Video. Es sind einige Dinge vom letzten Shopping-Stream, wo wir wieder 1000 Euro ausgegeben haben. Jetzt haben wir ein bisschen Bargeld. Bereits angekommen, die wollte ich unboxen, aber vieles ist auch noch nicht angekommen. Das heißt, wir machen einen kleinen Switch. Die Reaction kommt heute schon am Mittwoch und am Freitag gibt es dann das Unboxing. Und übrigens am Sonntag gibt es, ich weiß, viele haben darauf gewartet, endlich wieder einen Shopping-Vlog aus Deutschland, aus München. Da bin ich nämlich am Wochenende, seid auf alle Fälle gespannt. Die Reaction heute ist allerdings ein Ausschnitt aus dem Stream. Das heißt, nicht wundern, wenn da links und rechts oben so kleine diverse Dinge wieder aufploppen. Eigentlich habe ich nicht vor, dieses Video zu verwenden, aber es haben sich ein paar Dinge im Stream ergeben, die mich sehr überrascht haben und dementsprechend gibt es heute die Reaction auf die unnötigen Fronts von Leon und Gucci Potter, dem Ehrmann, der mich verteidigt hat. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit der Reaction aus dem Stream. Here we go. Wie viel ist dein Outfit wert? Rich Girl Edition oder so? Das da ist Louis. Psch, Katja. Da soll angeblich der Gucci Potter mit dabei sein. Warum sitzen die? Okay. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem... Servus Leon, wie viele Videos machst du an einem Tag? Das würde mich auch mal interessieren. Er hat das gleiche an wie gefühlt in den letzten 4 Videos und ist einfach an derselben Stelle. Das Video, so ein Video haben wir schon gesehen. In einem neuen Video auf meinem Kanal, heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Ich bin gespannt, was für Outfits wir finden und dann würde ich sagen, starten wir mit dem... Also Leon, schon langsam könntest du auch mal ein anderes Mikro zulegen, sogar der Mahan hat jetzt schon ein professionelleres Mikro. Video, bis gleich. Wie heißt du? Gut. Es geht gleich los in Gucci Potter. Was hat er denn da für Löckchen heute runterhängen? Er stellt sich auch direkt mit Gucci Potter vor. Hat ein Hemd an, eine Lederjacke, die wir glaube ich schon mal gesehen haben. Seinen Louis Vuitton Rucksack. Nein, Valentino Rucksack natürlich. Dann so eine beige Hose, die aber auf den ersten Blick ganz cool aussieht. Also bin gespannt, was uns erwartet. Gucci Potter, aka Leon. Leon, was geht ab? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, auch. Ich sehe, du siehst wieder fresh as fuck aus. Ja, sehr fresh. Ein paar neue Sachen am Start, ne? Richtig, ein bisschen neu. Ja. Bisschen günstige Schuhe eingekauft mal. Günstige Schuhe? Wo hast du die her? Aber ist das mit Absicht, dass da die so lang runterhängen? Snipes. Von Snipes. Da schau her, da hat er sich mal Air Force gegönnt. Das sind die neuen. Ui. Das sind die neuen Air Force One, ja. Finde ich ziemlich schön. Hat irgendwie was. Ja. Erinnert mich ein bisschen an. Gefallen mir persönlich nicht so gut. Cartoon Network. Ja. Okay, ja, ja, stimmt. Du warst ja. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir das geschickt. Warst du bei Maximilian? Ja, ja. Das gibt's nicht, dass es immer noch Leute gibt, die meinen Namen nicht aussprechen können. Ist der so schwierig? Mein Name jetzt ernsthaft. Ja, mega lustig. Was geht da? Ja, ein bisschen Umstyling, wie ist das? Im Steffel in Österreich war cool. Ach, du bist nach Österreich zu und dann hat er dich umgestylt? Ja, war ganz cool. Also die Outfits waren jetzt... nicht alle so mein Fall, außer eins. Ja. Aber es war echt cool, hat Spaß gemacht, ja. Danke, Grüße gehen raus an den Gucci Potter, freue ich mich. Okay, und das Outfit, was du, wie er dich umgestellt hat, konntest du es behalten? Nee, nee. Also das war einfach nur so kurz einfach mal in einem Video zu sein mit ihm und Kontakte zu knüpfen, habe viele Kontakte geknüpft, gute Kontakte, war schön. Normal, ich habe ja auch mal ein Umstyling gemacht mit Gurkensohn. Hast du das gesehen? Nein. Ich habe mit ihm Umstyling gemacht und ich habe ihn natürlich von Kopf bis Fuß eingekleidet und das durfte auch behalten. Ah. Ja schon, aber Gucci Potter, der kann sich ja das alles leisten. Der hätte sich das Outfit ja kaufen können. Gurkensohn, da wusste man ja, dass der keine Kohle hat. Also Ehrenaktion von dem, dass er sich dann seine 20 Euro Zara Hemden behalten hat dürfen. Ah.
Weißt du, da bin ich nicht so. Und deswegen habe ich auch erwartet. Ah, ja, perfekt. Danke, danke, danke da. Also da freuen wir uns natürlich, dass Leon da so ein spendabler Mensch ist, der da auch mal wirklich ganz tief in die Tasche greift, nachdem er sich seine Kooperationen da immer wieder reinschmuggelt in die Videos. Wie fliegst du eigentlich? Fliegst du nach Spanien zurück? Soll ich dir was sagen? Weißt du, wie ich das gemacht habe? Ich habe dafür nur 500, 600 Euro bezahlt. Ja. Ich habe die Amex, die American Express Karte. Ja. Und dadurch, dass man Leute wirbt oder generell Umsatz macht, kriegt man Meilen auf diese Karte. Okay. Und dann kann man ganz easy mit der Amex kostenlos Business Class fliegen. Kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr das auch wollt, checkt das gerne ab. Link habt ihr in der Beschreibung. Ihr kriegt sogar direkt, wenn ihr euch anmeldet, 20.000 Punkte. Ist gerade so eine Aktion bis zum 12. August. Und dann auch mal den Gönner raushängen lasst. Ich glaube, das wird das morgige Reaction-Video, Freunde. Wartet gehabt eigentlich, dass du das noch behalten darfst, weil du bist ja auch extra nach Österreich, weißt du? Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er kommen möchte. Und er ist dann gekommen. Also von Anfang an war das klar, dass das Outfit, das eine, was ihm gefallen hat, hätte gekostet 850 Euro die Cold Wall Hose mit den Schuhen 250. Dann nochmal 600 Euro für die Jacke und das Shirt dann nochmal 300 Euro. Hat der Leon vollkommen recht, dass ich ihm das nicht gekauft habe. Demjenigen, der sich das ja alles leisten kann, wie man immer wieder mit seinem Flex sieht. Hat sich auch, glaube ich, erst vor kurzem die 6.000 Euro Cartier-Uhr geholt. Also Leon, da muss ich dir vollkommen recht geben, da habe ich mich völlig falsch verhalten. Da hätte ich einfach Robin Hood-mäßig von den Reichen nehmen sollen, um es den Reichen wieder zurückzugeben. Also absolut gerechtfertigte Kritik, Leon. Ich habe es auch gemacht, einfach um in einem Video zu sein. Weil normal, es hat dir Spaß gemacht, da hast du nicht so viel Wert drauf gelegt. Okay, deswegen auch nochmal Shoutout an ihn. Normal, schön. Ja. Danke. Shoutout geht zurück an dich, Gucci Potter. Uiuiui, ui, ui, Freunde, da geht's ja ab heute. Okay, super. Leon, Schuhe hatten wir schon. Hose, was haben wir da? Die Hose, die ist von Neil Barrett. Ist halt eine Chino-Hose. Ja. In beige, ziemlich nice. Kostenpunkt, glaube ich, 400 oder 600 Euro. Irgendwie 400 bis 600 Euro? Ja, easy going. Weil ich schätze mal 400 Euro. Ja, ist das so eine Schlaghose? Wird die in der Mitte ein bisschen schlank? Und schau, alles richtig gemacht heute bei Leon mit dem Gucci-Gürtel. Also da sind sie heute im Partnerlook unterwegs. Ich habe das Gefühl, die wird wieder breiter unten. Oh, das war, da achte ich gar nicht drauf. Okay. Sieht schick aus und eingekauft. Ja. Ja, Outfit nicht mein Fall, aber was die Eleganz betrifft, ein Outfit, was gut stimmig gemacht. Ist. Nicht schlecht, aber weißt du, was ich dir empfehlen kann? Was? Ich trage ja im Sommer auch öfter mal Chino-Hosen. Mhm. Bei Zara kriegst du relativ gute. Mhm. Aber jetzt nicht nur, weil ich Zara mag, sondern da kriegst du wirklich gute Chino-Hosen für 40, 50 Euro. Ohne Witz, ich war letzte Woche in der Schweiz zum allerersten Mal mir eine Jeans bei Zara kaufen. Sogar zwei Stück. Die sind geil, ne? Ja, also eng, aber für 50 Franken. Ja, es kommt auch an, ne? Welches, ob du Carrot Jeans, Skinny Jeans, Slim Fit Jeans, aber war ganz fit, ja. Normal. Für 50 Franken, was Profi kann man machen, ja. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Gürtel, wieder natürlich. Jetzt sagst du schon wieder, ist da mein Moment. Ja, ne? Wo ist denn dein Gucci-Gürtel? Hab ich nicht dabei heute. Mist. Aber dafür hast du ja deinen dabei. Richtig. Was hast du bezahlt für den? Für den, irgendwie 280 oder 180, irgendwie so. So günstig? Hier bei Gucci, ich weiß nicht. 280, ne? 280. Ja, okay, dann, weil du gesagt hast, ein oder andere. Irgendwie was mit einer 80. Okay. Okay, super. Was haben wir noch? T-Shirt oder das, Poloshirt? Poloshirt. Jetzt bin ich gespannt, hat der da schon die Cartier-Uhr? Müsste er eigentlich schon haben in diesem Video. Ich meine, man weiß auch nicht, nachdem Leon entweder immer das Gleiche anzieht oder er wirklich dieses Video auch an dem Tag aufgenommen hat, wie die letzten vier Videos, ist es natürlich schwer zu sagen. Das ist schwer vor allem, gell? Schwer zu sagen, ja, man kennt's. Richtig cool, das ist von Giorgio Armani. Ja, okay, aber okay, ich hätte es vielleicht noch eine Spur größer gekauft, weiß ich nicht. Aber ist halt mehr dieser elegante Vibe, aber Dono fittet ihm jetzt nicht so gut, finde ich. Ja. Aus Seide hat mir irgendwie 280 gekostet oder 300, irgendwie so, bei Apropos. Bei Apropos, da. Ja. Okay. Okay, super. Und die Jacke, was haben wir die da? Die Jacke, die ist von Arma, ist halt eine Wildlederjacke in einem bisschen so Rocker-Style angelehnt, ziemlich schick für 600. Ich weiß halt nicht, ob ich dann noch den Rucksack dazu angezogen hätte, wenn ich so auf elegant unterwegs bin. Würde da nicht eine Tasche eigentlich noch besser passen, wenn man so diesen Vibe fährt? 700, irgendwie 600, so. 700 Euro. Ja. Und wo hast du die her auch bei Apropos? Apropos natürlich. Ja, muss sein. Ja. Wie immer. Und hier Rucksack, zeig mal her. Rucksack ist natürlich mein Louis. Louis. Ja, sehr gut. Gucci Potter. Torrucksack, weißt du doch, ne?
Ja, ja. Valentino? Ja. Sehr gut. Leon lernt dazu. Ja, 1200. Ja. Ja, okay, super. Leon, ich muss sagen, da haben wir alles, ne? Na, die Uhr leider nicht da, aber... Ah, nee, alles gut. Man muss ja nicht immer eine Uhr tragen. Richtig. Ne? Aber sieht gut aus. Die fehlt mir aber. Die fehlt dir? Ja. Liegt jetzt bei Omega. Warum das denn? Ja, ich war im Wasser und anscheinend war da irgendwie ein Mängel und... Okay. Passiert. Hast ja noch Garantie dann, ne? Ja. Ja, okay, aber... Ja, pff, ist ja wurscht, oder? Geht ja um nichts. Ich wollte noch sagen, gut kombiniert, auch die Schuhe mit diesen schwarzen Nike-Zeichen zu... Ja, ich finde, dass die Schuhe als einziges nicht wirklich gut dazu passen. Ansonsten finde ich das Outfit gut abgestimmt. Auch wenn es nicht mein Style ist, aber trotzdem gute Gedanken gemacht, was das Fitting betrifft. Schwarze Oberteile, ja, passt gut. 2960 Euro, nur eins der günstigeren Outfits von Gucci Potter. Vielleicht hätte ich da wirklich Geld springen lassen sollen und bei diesem Outfit, das keine Ahnung wie viel gekostet hat, einfach sagen, easy going, Hauptsache es ist bequem und hält warm, dann hätte ich alles richtig gemacht. Hat er vollkommen recht, der Leon. Leon, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Auf jeden Fall. Erstmal an Maximilian. Grüße. Maximilian, fast hätte er es geschafft. Grüße gehen natürlich raus an den Gucci Potter. An Supercar Hansi und dann... Abonniert mich auf Instagram, leon_moldenhauer. Alex, du hast ein cooles Outfit an. Einfach mal auf gechillt. Da ist natürlich gleich die Frage von Leon, ist das blickdicht? Muss ich sagen. Super. Komplett in schwarz, all black everything. Ja. Aber wir sehen gleich mal die Balenciaga Speed Trainer, die Leder Legging, die Yves Saint Laurent Tasche und ja, Strickpullover. Lass mal bei den Schuhen anfangen, was haben wir da? Balenciaga. Balenciaga Speed Trainer. Genau. Wo hast du die her? Hier aus dem Alzerhaus. Aus dem Alzerhaus? Was zahlt man dafür? Ganz, ganz blickdicht heute unterwegs, oder? 585. 585. Mhm. Wieso sitzen die? Das stört ein bisschen auch den Kameramann, stört. Schau, er weiß gar nicht, wie er sich... Der muss sich jetzt auf Bandscheiben vorfallen, so halb hinhocken, damit er das überhaupt drauf bekommt. Das frage ich jeden jetzt, nicht nur dich. Trägst du Socken an bei den... Ja, okay. Ist besser, ne? Ja. Ohne Socken ist ekelhaft, oder? Weil die sehen halt so aus wie eine Socke, deswegen dachte ich, okay, kann man auch ohne Socken. Aber ja, lieber kann nicht. Man auch ohne. Kann man auch ohne. Ja, kann man auch ohne. Okay, okay, was haben wir noch? Hose? Hose ist Topshop. Topshop-Hose. Was zahlt man für die? 60 Euro. 60 Euro. Mhm. Wo kaufst du deine Hosen am liebsten? Topshop oder Zara? Zara. Zara, ne? Ja. Zara macht die besten Hosen, ihr wisst Bescheid. Ja. Was haben wir noch? Tasche? Tasche. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent Tasche? Ja, 1800. 1800, ja, die sind immer relativ teuer, ne? Ja. Sogar teurer als die Louis Taschen, oder? Ja, kann genau. Das sein? Ja. Ja, okay. Mhm. Was haben wir noch? Oberteil? Oberteil ist Topshop. Topshop. Mhm. 10 Euro. 10er, ganz gespannt. Und also fragen, ist das blickdicht? Fragt er das jetzt noch oder nicht? Deine Strickjacke? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie, warte mal. Weiß ich gerade gar nicht. Achso, Gosche. Ja, das ist irgendwas anderes, ne? Gosche, ja, kenne ich. Achso, Gosche, ja. Gosche, genau. Gosche, ja, genau. Kenne ich aus Blankenese. Ja. 199. 199. Ja. Okay. Was haben wir noch? Eine Uhr oder so? Nee, leider nicht. Gar nichts. Nee. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich hier ein. Ich muss 2654 Euro. Wahnsinn. Ist das jetzt teurer als Gucci Potter? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, aber da ist der Flex wieder mal am Start, Leute. Ein cooles Outfit, sieht gut aus. Auch ein bisschen teurer. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Kosmetikerin. Ja, da kann man sich das ja leisten als Kosmetikerin, oder? Nein, da hat man jeden Monatsgehalt über 10k. Da kann man schon mal ein Viertel für ein Outfit ausgeben, oder? Okay. Ja, okay, perfekt. Dann möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen, dein Instagram? Nö. Alles gut. Okay. Ehrenhaft. Ehrenhaft von ihr. Perfekt, danke schön. Ja, Freunde, das war meine Reaktion auf das Video. Gestern im Stream übrigens, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag bin ich von 20 bis 22 Uhr im Stream. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Alle sollen halt das angucken und alle sollen das halt einfach angucken. Nicht vergessen, bald in einem Monat dann schon der offizielle Drop meiner Kollektion Liberty and Justice von M.E.M. Bleibt auf alle Fälle dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und am Freitag dann das Unboxing, Sonntag dann endlich wieder finally der Shopping-Vlog. Das war's von mir, euer Maximilian. Weil die sehen halt so aus wie eine Socke, deswegen dachte ich, okay, kann man auch ohne Socken. Würde ich genauso tragen.